Hi, heute will ich euch ein paar Tipps geben zum Thema Zeitmanagement. Und zwar ist es natürlich wichtig, seine Zeit gut einzuteilen und die auch gut zu nutzen und sich nicht von anderen Dingen beherrschen zu lassen. Also, dass man selbstbewusst über die Zeit und auch die Dinge bestimmen kann und dadurch auch gelassener und ausgeglichener sich fühlt. Und dazu sind Ziele ganz arg wichtig. Also, dass man Ziele definiert, weil wenn man im Leben kein Ziel hat, dann verläuft man sich sozusagen. Und dass man sich regelmäßig fragt, was möchte ich denn eigentlich erreichen? Also, was sind meine Zielvorstellungen und wie kann ich die festlegen? Und Ziele tragen eben dazu bei, dass man auch unter Belastung die eigenen Prioritäten im Blick behält. Man sollte sich da erstmal mit dem Zielinhalt befassen, also mit den folgenden Fragen wie: Was möchte ich erreichen? Wie viel genau will ich minimal oder maximal erreichen? Und wann soll der Zustand erreicht sein? Also sozusagen einen Zeitbezug herstellen. Die Ziele sollten herausfordernd und anspruchsvoll sein, also dich an deine physischen und psychischen Grenzen bringen, aber gleichzeitig auch realisierbar sein. Also ist es auch wirklich umsetzbar, was für Ziele ich mir da setze. Es sollten auch nicht zu große Ziele gleich auf einmal für euch sein, sondern setzt euch lieber Zwischenziele. Gut kann es sein, wenn ihr euch eure Ziele schriftlich aufschreibt. Also sozusagen, das nennt man das Prinzip der Schriftlichkeit. Das kann wie eine Vereinbarung mit dir selbst wirken und wird dann sozusagen zu einem richtigen Ziel. Und soll dazu führen, dass nicht gleich wieder dein Plan verworfen wird, sondern dass es sich in deinem Unterbewusstsein verankert. Du kannst Ziele nach dem SMART-Konzept erstellen. SMART steht wie S für spezifisch. Das heißt, das Ziel soll so konkret, eindeutig und präzise wie möglich formuliert werden. Und dadurch kannst du dir das Ergebnis noch besser vorstellen und es wird viel erreichbarer. Zum Beispiel, ich werde die Klausur bestehen, sondern ich werde die Klausur mit der Note 2 bestehen. Oder bis Ende Dezember habe ich einen Grundlagenkurs in Spanisch absolviert. Als nächstes folgt M wie messbar. Gut ist es, dass du auch deine Ziele überprüfen kannst und ob du die auch am Ende wirklich erreicht hast. Also dadurch wird es dann auch verbindlich. Zum Beispiel, ich werde von 14 bis 18 Uhr für das Fach Geschichte lernen und ich verliere im Juni 5 Kilo. Und nicht einfach sagen, wenn ich mal Zeit dazu habe, dann werde ich das Ziel erledigen. Das ist dann so, man nennt es auch wie so ein Ablagefach. Und die Ablage wird immer größer und größer und man kommt einfach nicht dazu. Und am Ende erreicht man dann gar nicht sein Ziel. Ziele sollten auch regelmäßig kontrolliert und angepasst werden. Denn nur wenn du deine Ziele regelmäßig überprüfst, kannst du auch sicher sein, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und wenn sich eine Situation unvorhersehbar ändert, müssen auch die Ziele angepasst werden. Wichtig ist, dass man offen für Veränderungen bleibt. Es kann auch vorkommen, dass manche Ziele unwichtig werden oder komplett die Bedeutung verlieren, dafür aber neue Ziele hinzukommen. Dafür sollte man auf jeden Fall offen sein und das auch immer bedenken. A steht für angemessen und anspruchsvoll. Dein Ziel muss attraktiv formuliert sein. Du musst den Wunsch verspüren, das Ziel wirklich zu erreichen. Und es soll dir auch einen Anreiz bieten, dich anzustrengen. Du solltest nicht nur Ziele verfolgen, die gerade so modern sind oder üblich sind oder weil gerade deine Freunde diese Ziele haben,
Nein, das Ziel muss zu dir persönlich passen, zu deinen eigenen Wünschen und Fähigkeiten und nicht und da dich bitte nicht an den Maßstäben anderer orientieren. Und ja, je motivierter man ist, desto besser wird man auch in der Lage sein, Hindernisse zu überwinden. Das schließt auch eine positive Umschreibung der Ziele ein. Also nicht sagen, morgen wiederhole ich den ganzen Tag den langweiligen Stoff von Geschichte, sondern morgen werde ich 2 Stunden lang die wichtigen Grundlagen aus dem Kapitel 1 von Geschichte lernen und danach gönne ich mir eine Pause. Du solltest dir auch Belohnungen gönnen, wenn du ein Zwischenziel erreicht hast. Also Belohnungen können dich motivieren und auch einen antreiben. Zum Beispiel sagst du, gut, dann gehe ich eine halbe Stunde mit meinem Hund spazieren oder treffe mich mit Freunden. Das ist auch ganz wichtig, dass du dir Pausen gönnst. R wie realistisch. Das heißt, du sollst realistisch bleiben und ja, die Ziele sollen auch erreichbar sein. Ja, wenn die Ziele gar nicht realistisch sind, hat man gar keine Lust anzufangen. Also zu hoch gesteckte Ziele führen zu einer Entmutigung. Zum Beispiel, ich werde in 3 Tagen 40 Seiten meiner Geschichtsarbeit schreiben. Stattdessen kannst du sagen, heute Abend werde ich 3 Stunden an einer Zusammenfassung der Hausaufgabe schreiben. Also du solltest dich wirklich fragen, ist das Ziel für mich persönlich erreichbar? Und die Ziele sollten auch innerhalb deiner eigenen persönlichen, zeitlichen und finanziellen Möglichkeit liegen. Also große Ziele kannst du dann, wie ich ja schon erwähnt hatte, in Zwischenziele unterteilen. Das wird auch die Salamitaktik genannt. T steht für terminiert. Das heißt, die Ziele sollen termingebunden sein. Zu jedem Ziel gehört eine klare Vorgabe eines Termins, bis wann das Ziel erreicht sein muss. Dazu gehört es auch, Prioritäten zu setzen. Bei jedem Ziel sollte man sich folgende Fragen stellen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Ausführung eines Projekts oder Ziels? Lässt sich das finanziell zu dem jetzigen Zeitpunkt realisieren? Und lässt sich das mit meinen anderen Zielen und Prioritäten vereinbaren? Also welche Aufgabe ist am wichtigsten? Das ist sozusagen ja, das SMART-Prinzip zum Thema Zeitmanagement.